So, hallo an alle zur nächsten Folge von 5 Dinge in Minecraft, die du noch nicht wusstest. Und heute habe ich wieder 5 Dinge rausgesucht. Es hat ein Weilchen gedauert. Ich bin, glaube ich, knapp 1000 Kommentare durchgegangen. Wie viele von den Dingen, die gleich kommen, wusstet ihr schon? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr Ideen habt, auch wieder hier in die Kommentare unter dieses Video schreiben. Ich werde die vorm nächsten Mal durchgehen. Wenn sie gut sind, kommen sie dran. Dann geht's auch schon los. Die erste Sache ist von Fire Phoenix und er schreibt, Hunde fressen nicht nur Schafe, sondern auch Hasen, die jetzt halt seit neuestem dazugekommen sind. Das testen wir einfach mal aus. Ich schicke einfach mal den Hasen in die Wüste und schicke mir da auch einen Hund dazu. Ich habe das hinten schon mal ausgetestet. Einmal kommt der Wolf und einmal kommt der Hase. Und dann, ja, er wird aggressiv und er frisst ihn und versucht es zumindest und jagt ihn durch die ganze Wüste, bis er ihn irgendwann kriegt. Und der Hase ist halt recht schnell, der kann meistens weglaufen, wenn er sich nicht gerade selbst umbringt, indem er in den Tod springt. Kommt noch ein zweiten dahin. Oh, der Hund hat ihn mit dem Arsch angesprungen. Ja, fröhliche Jagd da unten noch. Gehen wir weiter. Die nächste Sache ist von der wahre Wolf LP und er schreibt, wenn man Hungerschaden bekommt, kann man nicht schlafen dabei. Dazu teste ich das mal. Ich habe hier mir einen Effekt reingezogen. 17 ist nämlich Hunger. Und die Leisten müsste extrem schnell runtergehen und ich habe jetzt keinen Hunger mehr und ich müsste jetzt, oder ich habe jetzt Hunger, die Hungerleisten sind mir voll, müsste jetzt Schaden kriegen, Hungerschaden, weil ich, wie gesagt, keinen Hunger mehr oder keinen Hungerleisten mehr habe. Wenn ich jetzt pennen gehen will, ist ja gerade Nacht, man kann sich ins Bett reinlegen, aber man steht auf und es ist immer noch Nacht. Man kann also die Nacht nicht mit leerem Magen überdauern, interessanterweise. Man muss vorher essen, sonst kann man nicht schlafen. The fuck, okay. Die nächste Sache ist von Strang3Game oder Strang3Game, wie auch immer. Wenn man ein signiertes Buch im strömenden Wasser liest, bleibst du stehen, also Physik nicht beeinflusst. Und unter Wasser verliert man keine Luftblasen, während man es liest. Das will ich gerade rausspringen, kurz mal rein. Ich habe ein Buch geschrieben, das nennt sich Pfff. Und was drin steht, sehen wir gleich. Ich gehe kurz rein, unten werden jetzt die Luftblasen abgezogen, wegen Tauchen. Wenn ich jetzt Rechtsklick drücke, dann werden die pausiert. Ja, drin steht einfach nur da. Eine Seite mehr nicht. Gut, ja, also man kann damit sozusagen pausieren unter Wasser. Okay. Die nächste Sache ist von Roman und er schreibt, wenn man F3 drückt, verändert sich die XP-Leiste. So the fuck. Okay, gucken wir mal genau hin. Seht ihr was? Ich weiß nicht, ob man es im Video so genau sehen kann. Jedenfalls, die Leiste hat jetzt Rundungen an der Seite. Rund ist oder ist abgerundet, links und rechts unten. Also genauer gesagt hier und da. Wenn man jetzt F3 drückt, wird diese Rundung eckig. Die Leiste wird eckig dadurch. Rechts kommen 2 Pixel dazu und links kommen auch 2 Pixel dazu. Ich meine, das hat nicht so viel Sinn. Ist mir aber noch nie aufgefallen, aber ja, wusste ich noch nicht. Probier das mal aus, wenn ihr es im Video nicht sehen könnt. Aber das geht. Die Rundungen werden zu Ecken. Aus was Runden wird was Eckiges. Was Rundes in Minecraft? Kann doch nicht sein. Oder doch? Na, ja, schon wieder so gemacht. Stimmt ja. Kugel. Egal. Weiter geht's. Die nächste Sache ist von Leuka Dizimato und er schreibt, baut man eine Sandflower ab, indem man auf die Blume draufschlägt, erhält man eine. Baut man einen Block darunter ab, erhält man 2. Wir hatten das schon mal in den Blumentöpfen, dass man auch Blumen klonen kann. Geht mal ohne Blumentöpfen, nicht wenn diese Dinger so dastehen. Am hier abbauen, zack, habe ich hier eine Blume bekommen. Und durch kommt mal raus, wenn man sehen kann. Wenn ich jetzt hier einen abbaue, einen Block abbaue, fallen hier 2 raus. Wir sehen können, sind das 2 Dinger. Genau, guckt, ich habe jetzt gerade 4 momentan. Zack, aus 4 werden 6. Tatsächlich. Also, normal abbauen versus Block abbauen. Aus 4 machen wir 5 und aus 5 machen wir hiermit 7. Wir bekommen mehr. Tatsächlich, so kann man sich also Sonnenblumen vervielfältigen. Ja, damit wäre es das auch schon gewesen von den 5 Dingen für diese Folge. Wie viele von den Teilen wusstet ihr? Schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten, wer Ideen hat, gerne als Kommentar unter das Video schreiben. Wenn es gut ist, kommt es dran. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, in nächster Woche, jeden Mittwoch, wie immer. Lasst krachen und tschüss.